Die Geschichte von Geralt von Riva ist vorbei. Du kannst weiter durch die Welt reisen, Hexeraufträge erledigen und Abenteuer nehmen. Beachte jedoch, dass die Welt dabei wieder so ist, wie sie vor dem letzten Kapitel des Spiels war und Quests im Rahmen der Hauptgeschichte nicht mehr verfügbar sind. Aha, okay. Du hast neues Spiel Plus freigeschaltet. Und zu Beginn erstelle einen neuen Spielstand. Starte. Starte ein neues Spiel, wähle die Option Neues Spiel Plus und wähle dann den Spielstand aus, dem du deinen Charakter importieren willst. Die Prozedur kann nur mit den Spielständen durchgeführt werden, die nach dem Freischalten von Neues Spiel Plus erstellt wurden. Hearts of Stone und Blood of Wine bekommen bei der Erweiterung Hearts of Stone und Blood of Wine. Im Standalone-Modus gelten alle Hauptquests, die das Hauptspiel abgeschlossen haben. Der Charakter wurde entsprechend heraufgestuft und ist bereits für die neuen Abenteuer, die vor dir liegen. Obwohl die erwähnten Hauptquests in diesem Modus nicht zur Verfügung stehen, musst du immer noch die zahlreichen Nebenquests und Monsterjacken des Spiels angehen und abschließen. Erst noch bevor du anfängst, denk daran, deine Fähigkeitspunkte erneut zu verteilen. Das neue Spiel Plus freigeschaltet. Ah, okay, das ist eine andere Sache. Runenschmied. In der Erweiterung Hearts of Stone kannst du einen Runenschmied finden, der mit dem Symbol des Buches mit Rune dran auf der Karte markiert ist. Dieser neue Handwerker ist der einzige seiner Art, der stammt aus einem fernen Land und kann sein arkanes Wissen einsetzen, um eine Ausrüstungsgegenstände erheblich zu verbessern. Suche ihn auf und sie selbst. Aha. Denk dran, deine nicht zugewiesenen Fähigkeitspunkte zu verlieren. Okay, Level 2, Stufe 32. Ja, das kennen wir doch schon. Lange Erfahrung. Oh, was ist mit meinen Schwertern und meinen... mit meiner Waffe? Darf ich die jetzt nicht mehr haben? Die Rüstung, die gute Rüstung, die... Ciri-Waffe. Mein Inventar. Scheinbar nicht. Jetzt habe ich mit dir jetzt hier scheinbar nicht mit dabei. Ah, jetzt haben wir hier die Hauptquests. Das Nebenquests müssen wir nochmal abholen, falls wir so wollen. Das Anschlagbrett beim 7 Katzen. Jetzt sind wir in den DLCs angekommen. ...42 verfügbare Punkte. Alter Schwede. Da rastet hier das Ding gleich mal aus. Darf ich nicht? Okay. Das Spiel hat hier entweder einen Bug oder... Achso, hier. Wir haben mal das gelevelt. Versuchen natürlich wieder die Levelung wie vorher zu erreichen. Das kann man nicht. Wir hatten das so weit, dass wir hier auf Bayern
Das hatte ich auch schon. Möchte ich bitte. Mindestens eins hatten wir hier schon. Da hatten wir glaube ich auch was ausgerüstet. Das Menü ist hier gerade ein bisschen schwierig. Von mir aus auch so. Das müssen wir ausfüllen. Schwierig hier. Da hat man noch was, wenn es geht. Erst mit Stufe 6, als ob. Ich meine, wir haben eine Stufe 32. Wird dann hier noch was ausgeben? Muss man irgendwie noch ausrüsten können. Sind wir wahrer Meister darauf? Ich würde es gerne ausrüsten können. Normalerweise konnten wir das hier mit. Was können wir jetzt hier? Verkrüppelnde Schläge. Rüstungszerschlagung und Konter. Täuschung 3 von 3, das ist auch gut. So funktioniert's. Plus 7, plus 5. C.
10. Okay, das machen wir hier. Plus 7. Sehr schön. Na dann. Ich würde gerne mal speichern. Sehr gut, dann können wir hier dann weiterspielen. Dann erwarten uns wohl noch einige stundenlange Spiele hier in den DLCs. Und jetzt haben wir Zeit für Nebenquests. Oder wohin die Story uns hier noch bringt. Du erschreckst meine Kinder. Das Anschlagplatz. Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht. Eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Du suchst einen Hexer? Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich, hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everreck. Der ist der Auftraggeber. Ein Runenschmied hat eure Gestade erreicht. Werte Kameraden, am Ende der... Achso, was ist das jetzt? Am Ende der Welt. Über weitere Meere bin ich gefahren, um diese Orte, eure faszinierende Heimat zu erreichen, die Namen der Tiere und Pflanzen zu lernen, die es hier gibt, um natürlich um euer Volk kennenzulernen. Niedrige Wellen haben die Werkzeuge meiner Kunst verschlungen. Doch das Werk des Runenschmieds endet nicht mit seinen Händen. Und den brauchen wir, den Runenschmied, der ist wichtig. Denn durchstreift unentwegs die Welt, um ihr Geheimnis zu verstehen. Solltet ihr so ein wenig Zeit zum Reisen aus den fernen Umfliegen verbringen und parlieren wollen, lade ich euch hiermit herzlich ein, in mein Zelt ein, das ich unweit einer Mühle bei einem Dorf namens Brunnenwich aufgestellt habe. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Okay, ich werde ja jetzt alles durchlesen, aber erstmal alles annehmen. Zarthaus des Bösen, such Oligiert von Erweck wegen des Auftrags. Okay, erstmal eine Taverne. Was haben wir dabei? Haben wir ein bisschen Geld dabei? Was können meine Waffen gerade? 238 bis 202. Ordentlich. Ja. Schon angemessen. Hat schon gute Werte. Kann ich meckern. Bist du der Irre, der die Könige abgemurkst hat? Reihen oder nicht reihen? Das ist hier die... Ups, ja. Frage. Möge das ewige Feuer mit dir sein. Ja, ich dich auch. Jacke, musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Guter Mann. Wird mir was zum Saufen. Meine Tapferkeit ruht auf drei Säulen. Gutes Essen, gutes Trinken. Willkommen bei Zu den Sieben Katzen, der glücklichsten Taverne in der Stadt. Wie man so sagt, sogar die Kater nach unserem Wein bringen Glück. Und Windspiel auf keinen Fall. Was gibt es heute im Menü? Okay, wir brauchen Verzehrbares und wir haben viel Geld. 20.000, wenn ich das richtig sehe. Ich kaufe den Laden leer. Wir brauchen Nahrung auf unserem Leben.
Ich nie zu tot. Sehr gut. Bis bald. Meine Tapferkeit ruht auf drei Säulen. Gutes Essen. Haben wir schon gehört. Du kommst mir bekannt vor. So, na dann. Suchen wir Ole Giert in Everick. Wegen des Auftrags aus. Das wäre aber eine Weitreise. Da nutzt man die Schnellreise für. Können wir auch alte Bekannte bestimmt wieder treffen, wenn wir nach Novigrad aufbrechen. Eine Schnellreise. Wohin, wo wir können. Zur Imkerei. Den Rest müssen wir leider rein. Okay. Durch die Blumen. Das Pferd ist noch dasselbe, das Sommer, das ist noch das, was war. Und die Waffen haben auch dieselben Werte, aber das ist halt die gute alte Rüstung und die guten alten Schwerter. Die sehen genauso aus. Hoppla. An der Mühle entlang. Geht's wieder durch die Wildnis. So, lob. Oh, hier haben wir eine Session, hier mal Checkpoints. So schnell reisen. Wir können jetzt auch die ganzen Nebenquests aus der Hauptstory weiterspielen, wenn wir zu den Orten kommen und da wieder am Brett uns die abholen. Durchaus möglich. Bist du der Irre, der die Könige abgemurkst hat? So ein Mist. Kann gut sein. Ein bisschen Story. Hey da, Typ! Ich kenne deine Visage nicht. Was willst du? Ich suche Olgiert von Everreck. Ah, der ist drinnen. Ich habe vorhin noch die Welt gerettet und kennt die Visage nicht. Olgiert von Everreck. Den suche ich. Hier ist keiner, der so heißt. Man sagte mir, ich würde Olgiert von Everreck hier finden. Da hat dich einer verarscht, Bruder.
Dann kannst du vielleicht einspringen und mir helfen, Bruder. Irgendwas sagt mir, dass wir nicht die gleiche Mutter haben. Na gut, Angus, du hast deinen Spaß gehabt. Ich bin Olgier. Sag mir, was dich herführt. Nein, nein, ich bin Olgier. Du von wegen. Ich bin Olgier. Ich bin auch ihr Olgier. Ihr seid umwerfend und ich würde gerne mit euch lachen, aber die Zeit drängt. Holla, nun wird er aber ernst. Das Monster in der Kanalisation. Olgierd von Everek soll eine Belohnung ausgeschrieben haben. Der war die ganze Zeit schon ernst. Ist doch klar, als Hexer. Wieso? Ihr habt keine Gefühle mehr. Darum seid ihr so steif, als hättet ihr eine lange Pike im Arsch. Aha. Na gut, Meister Hexer, Schluss mit den Scherzen. Die sind ja auch nicht mehr die neuesten. Hast dich wacker geschlagen. Komm, ich bring dich zu Olgier. Mhm. Es sind noch mehr Leute, die Olgier sind. Wie nennt man dich? Geralt von Riva. Dann hör mal her, Geralt von Riva. Wenn du Olgier triffst, musst du sein Interesse wecken. Interesse wecken? Er ist doch der mit dem Monsterproblem. Ja, aber er braucht dich nicht, um es zu töten. Er braucht mich. Ataman, Herr, hier ist dein Gast. Weißt du, welche Statuen die besten Preise erzielen? Gottheiten, Königsbüsten und Akte. Und was haben wir hier? Ein nacktes Mädel. Wie findest du sie? Ich bin zu nüchtern für eine solche Konversation. Reden wir über den Auftrag. Ah, ein Mann der Tat. Eindeutig. Ah, Vorticelli mochte ich immer. Was für Leben er einem Steinblock einhauchen konnte. Aber jetzt ist es wieder nur ein Stein. Ideal proportioniert, makellos. Schrecklich perfekt. Leblos und langweilig wie ein Felsbrocken an der Straße. Schon besser. Zumindest interessanter. Na schön. Kommen wir endlich zur Sache. Doch gehen wir erst zu den anderen und erfrischen uns. Ah ja. Ataman Olgier, lang möge er leben! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman! Lang lebe der Ataman! Kommt und trinkt mit uns! Tja, jetzt haben wir wohl keine Wahl mehr. Bring uns Wein, Schätzchen! Und was zu knabbern. Das Monster in der Kanalisation, weißt du mehr darüber? Weiß nicht, was es ist. Nur, dass es tödlich ist. Es wäre mir egal gewesen, aber es hat meine Köchin gefressen. Oh, die konnte Wild zubereiten. Unvergleichlich. Und in der Kanalisation wollte sie Rehe schießen? Nein, sie ging mit ihrer Schwester oder Cousine zu einem Jahrmarkt. Ist auch egal. Das blöde Huhn hat ihr erzählt, in der Kanalisation von Ochsenfurt säße eine Kröte, die ein verwunschener Prinz ist. Frauen, Prinzen warten sie knietief durch Scheiße. Wissi war da keine Ausnahme. Sie ging runter und kehrte nicht zurück. Und da war sie nicht die Erste.
Hey, lasst sie in Ruhe. Behandelt man so die Tochter des Hausherrn? Tut mir leid. Wo waren wir? Ach ja, der Auftrag. Übernimmst du ihn? Zuvor eine Formalität. Meine Belohnung. Keine Sorge. Komm mit dem Kopf des Monsters wieder, dann darfst du mitnehmen, was du willst. Wie großzügig. Ich würde trotzdem lieber eine feste Summe vereinbaren. Na gut. Wie viel nimmst du? 300, 400 Kronen? 450. Gut. Und ein Andenken darfst du dir auch aussuchen. Das Biest ist praktisch tot. Wunderbar. Bring mir seinen Kopf. Dann ist die Belohnung dein. Auf geht's. Töten wir das Biest in der Kanalisation. Hey du, Katzenauge! Ich heiße Gerald. Aber ich nenne dich Katzenauge. Ist das ein Problem? Komm zur Sache. Ich habe ein Angebot. Vielleicht lukrativ, Katzenauge. Jemand hat meinen Kumpel Kloiwert getötet. Finde raus, wer es war. Dann schneid dem Arschloch den Kopf ab. Ich bin ein Hexer, kein Kopfgeldjäger. Du tötest doch ziemlich viele von denen, oder? Wenn sie es verdient haben. Und der Mörder meines Freundes hat es nicht verdient? Hör mir erst mal zu. Kloiwert hat mit Fistech gehandelt. Vor ein paar Tagen ist er nach Bogendorf geritten. Wegen einer Lieferung. Er kam nicht zurück. Warst du da? Hast du seine Leiche gesehen? Nein, aber Kloiwert war verdammt zuverlässig. Wir wollten uns treffen, er kam nicht. Kann nur bedeuten, dass er tot ist. Finde den Mistkerl, der das getan hat, und töte ihn. Ich zahle gut. Ich überleg's mir. Kloiwert hat eine Narbe auf der Stirn, so ähnlich wie deine. Daran erkennst du ihn. Ich sagte, ich überleg's mir. Weißt du was, Katzenauge? Ein Blick und ich weiß, wie jemand tickt. Du wirst tun, worum ich dich bitte. Da gehe ich jede Wette ein. Triff mich in Ochsenfurt, in der Taverne zur Alchemie, auf dem Marktplatz. Mal schauen. Rauchen, feiern, helfen gegen jeden. Jetzt haben wir erstmal eine andere Quest. Das ist ein weiter Weg. Okay, machen wir mal wieder Schnellreise. Ach, die guten alten Sprüche. Hey, was suchst du denn hier? Frustriert vom Leben oder was? Scheinbar. Da war ein Leiter. Genau.